Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein etwas anderes Video für euch. Und zwar habe ich mich letztens daran erinnert, dass die liebe Laura vom Kanal The Looney Life vor einigen Jahren jetzt schon mal eine kleine Videoreihe gemacht hat zum Thema Dinge, die man nicht sagt. Und ich liebe diese Videos einfach. Ich habe sie mir vor kurzem auch nochmal angeschaut. Ich verlinke sie euch gerne mal unten in der Infobox. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, man könnte dieses Dinge, die man nicht sagt, auch anwenden auf Dinge, die ein Buchnerd niemals sagen würde. Ich habe das jetzt hier bezeichnet als Dinge, die ich als Buchnerd niemals sagen würde. Und zwar kann ich in diesem Punkt ja nur für mich sprechen, was ich niemals sagen würde als Buchnerd. Und ich kann ja da nicht für euch sprechen. Es kann ja sein, dass es einige Dinge gibt, wo ihr sagt, ja gut, okay, das würde ich schon sagen. Deswegen habe ich das jetzt betitelt mit Dinge, die ich als Buchnerd niemals sagen würde. Und es hat echt gedauert, bis ich hier einiges zusammen gedacht hatte, was es denn für Dinge gibt, die man als Buchnerd eigentlich nicht sagen würde. Und ja, was das für Dinge sind, die seht ihr jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wer liest denn heutzutage noch? Wer braucht schon ein ordentlich sortiertes Bücherregal? Bücher vermitteln null Emotionen. Ein E-Book ist doch kein Buch. Warum sollte es eine FSK-Begrenzung bei Büchern geben? Das sind doch nur Wörter. Was ist eigentlich dieses Booktube? Lesen wird total überbewertet. Den Schutzumschlag von dem Buch, den brauche ich nicht. Der ist total überflüssig. Wie? Du hast eine Lesezeichensammlung. Wer sammelt denn Lesezeichen? Die Buchverfilmung von Die Bestimmung wurde mit jedem Film besser. Oh mein Gott, es war so gut am Ende. Das Buch lese ich nicht. Das ist mir viel zu schwer. Also warum sollte ich mir ein Buch nochmal kaufen, nur weil das Cover jetzt anders ist? Das kann ich nicht verstehen. Bei gebrauchten Büchern ist mir das Aussehen völlig egal. Ich würde mich nie in eine Signierschlange stellen. Dreiecksbeziehungen, wenn die Protagonistin sich nicht entscheiden kann, welchen Kerl sie haben will und sich das über so viele Teile erstreckt. Das finde ich mega cool. Da habe ich voll Bock drauf. Also Bücher schreiben kann nun weiß Gott jeder. Also das ist absolut nicht schwer, das kriegt jeder hin. Also ich verstehe ja diese Erfindung von diesem Bücherschuber nicht. Wer braucht denn sowas? Also ich shoppe ja total gerne, aber Bücher kaufen, das mag ich nicht. Ich verstehe nicht, warum es so viele verschiedene Fantasy-Bücher gibt. Steht doch eh in jedem das Gleiche drin. Filme sind definitiv besser als Bücher. Also ich verstehe den Sinn an einer Buchmesse nicht und warum ich da hinfahren sollte. Wie kann man ein Buch an einem Tag lesen? Das geht überhaupt nicht. Warum sollte ich mir Meinungen von Bloggern durchlesen? Bookish Fandoms finde ich absolut überflüssig. Also wenn ein Buch, eine Reihe, von der Größe her mit den anderen nicht zusammenpasst, ist das überhaupt nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, wenn ein Buch einfach von einer Reihe einfach mal viel größer ist als die anderen. Das macht mir überhaupt nichts aus. Das neue Buch von Sarah J. Maas kostet 20 Euro. Das lese ich nicht, das ist mir viel zu teuer. Ich verlasse mich immer auf Empfehlungen in der Buchhandlung. Immer! Also ich finde ja, dass das Cover eines Buches absolut nicht wichtig ist. Ist doch egal, wie das aussieht. Bei Büchern ist mir völlig egal, was ich lese. Hauptsache, es ist preiswert. Mir doch egal, wann die Fortsetzung erscheint. Ich kann warten. Was ist eigentlich dieses Bookish Fandom? Wie, du hast das Buch zum Film gelesen? Da gibt's ein Buch? Also, wenn jemand, dem ich ein Buch ausleihe, das Buch zerstört, ist das überhaupt nicht schlimm. So überhaupt nicht schlimm. Das macht mir überhaupt nichts aus. Was ist denn ein Sub? Das kenne ich nicht. Fehler in Büchern fallen mir nie auf. Eselsohren in Büchern stören mich überhaupt nicht. Der Tod meines Lieblingscharakters in einem Buch nimmt mich nie mit. Nie, das ist mir völlig egal. Wer ist eigentlich dieser Harry Potter? Ich finde, dass Jugendbücher immer pädagogisch wertvoll sein sollten. Rechtschreibung in Büchern finde ich total unwichtig. Also ich finde Bücher signieren schon irgendwie voll sinnlos. Ich weine doch nicht wegen eines Buches. Wer geht denn heutzutage noch in eine Buchhandlung? Ich habe keine Ahnung, wann das neue Buch von Jennifer Armentrout erscheint.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann das kommt. Das waren die Dinge, die ich als Buchnerd niemals sagen würde. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch noch Sachen einfallen, die ihr als Buchnerds niemals sagen würdet, unter keinen Umständen, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ja, was ist denn jetzt eigentlich dieses BookTube?